willkommen hier bei der Gartenbanner, die Serie und zum Teil 3. Wir bauen unser neues Doppelgleis. Heute geht es weiter oben auf den oberen Plateau. Wir verlegen die ersten 9 Betonsegmente und insgesamt 18 Meter Neugleis. Und wie wir das gemacht haben, das seht ihr jetzt. Und weiter geht es mit dem alten Fundament der Freilanddusche. Dieses muss jetzt raus, damit Platz geschaffen wird für die neue Trasse. Weil eine Eisenbahn geht halt nun einmal vor. Trocken ist draußen. Was ist gerade gekommen? 18 Meter Schienen. Und wieder ist er drin. Der Frosch kann es einfach nicht lassen, an unserer Gartenbahn mitzuspielen. So, und das sind die bereits getrockneten Segmente, die ich ja das letzte Mal gegossen habe. Die setzen wir jetzt ein. Und hier liegen auch schon die nächsten Geraden. 1, 2, 3, 4. Und dann wird noch eine 5. gegossen.
haben wir die Grasnarben, die wir hier rausgemacht haben. Kurz den Lehm abmachen und mit frischem Mutterboden hier wieder ansetzen. Und ganz wichtig, gießen. Und beim Ausstechen der Erde ist natürlich das hier zum Vorschein gekommen, unser Rasensprengler. Jetzt muss ich natürlich so ein Stück Betonschwelle direkt hier links und rechts ransetzen. Und dann bleibt nichts anderes übrig, dass der Rasensprengler inmitten der neuen Schiene herauskommt. Nun kommt unsere Radius 2 Kurve dran. Und hier nehmen wir schon den Draht vom Mähroboter raus, weil hier kommt dann das letzte Stück gerade das Gleis hin und dann ist unsere Strecke schon so gut wie geschlossen. Ich hole jetzt noch die restlichen Segmente, die jetzt hier reinkommen, die liegen noch hinten, aber die hole ich mit der Schubkarre.
Doch bevor wir hier weitermachen, machen wir erst einmal Pause und in der nächsten Folge schließen wir auch dann das Ringel. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.